Hallo zurück bei Einfachwissen, heute mit einer traurigen Nachricht aus Köln. Die Kölner Karnevalslegende Hans Süper ist verstorben. Ja, ich denke, ganz Köln trauert und versinkt so ein bisschen in ein schwarzes Loch, denn hier ist eine ja, ganz große Legende des Kölner Karnevals leider von uns gegangen. Hans Süper wurde 86 Jahre alt und verstarb am gestrigen Samstagabend um 20.45 Uhr. Ich denke, wir alle kennen ihn, denn er hat ja unsere aller Jugend mitgeprägt mit seinem Humor, mit seiner Musik, mit seinem Witz, mit seinem Charme, mit dieser ja, schönen kindlichen Vorstellung, die er damals mit dem Colonia-Duett vorne vorgetragen hat. Ich fand das wirklich immer wieder klasse. Das war zusammen mit Hans Zimmermann. Ich habe es jetzt gelesen, ab 1974, das war also schon bevor ich auf die Welt gekommen bin. Aber trotzdem hat man das natürlich immer wieder auch in den Zusammenfassungen oder in den Sketchen, die es dann auch beim WDR gab, gesehen. Und ich denke, er war einfach für alle traditionellen Karnevalisten in Köln einfach eine Legende und ist es immer noch und wird es immer sein. Ja, ab 1991 trat er dann mit Werner Keppel als Superduett auf. Das war quasi die Nachfolge. Damals ist, glaube ich, Hans Zimmermann auch verstorben. Ja, das Markenzeichen von ihm, einerseits natürlich in dem Colonia-Duett, dass er immer Du Ei gesagt hat. Ich glaube, daran können wir uns alle noch erinnern. Das Ei, das war wirklich legendär. Und dann natürlich seine Mandoline, ja, mit denen er immer auf die Bühne ging, Musik spielte, eigene Musik, die sie hergestellt haben. Ne? Hans Zimmermann dann immer an der Gitarre. Ich habe es wirklich noch vor mir. Aber auch viele andere Projekte. Das sind natürlich nur ganz kleine Auszüge, die man hier ziehen kann. Aber ich denke, er hat uns da alle mitgeprägt, alle zum Lachen gebracht, alle uns eine gewisse Gänsehaut an den Körper beschert, wenn er wirklich an die Mandoline ging und zu singen anfing. Ich weiß noch bei seinem, ich weiß nicht, ob damals gab es, glaube ich, so eine Abschiedsshow, daran erinnere ich mich, wo er dann Ich bin der Kölsche Jung gespielt hat und ihm auch die Tränen in die Augen kamen und das war wirklich ein so berührender Moment. Vielleicht gibt es das auch noch irgendwo auf YouTube, da kann man es nochmal nachsehen. Aber das kommt mir auch mal wieder so ein bisschen ja, in den Kopf. Ja, ich bin geschockt. Ich denke, ihr seid es auch, wenn ihr euch das Video anguckt und ja, Köln trauert um eine große Legende, Hans Süper. Ich habe jetzt noch ein paar Bilder hier reingenommen, damit man sich noch mal ein bisschen dran erinnern kann, an diese schöne Zeit. Und ich glaube, wir sind alle sehr dankbar über einen solch tollen Künstler und dass wir den dann auch miterleben durften.